Nach den angeblich sehr starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag heben die Märkte die Zinsen an, nicht die Fed, denn die Märkte reagieren auf diese Zahlen vom Arbeitsmarkt mit steigenden Renditen, also mit steigenden Kapitalmarktzinsen und verändern jetzt komplett ihre Erwartung, wie die Fed weiter vorgehen wird. Vorher hatte man ja noch gesagt, ja, also vielleicht mindestens eine 0,5er Senkung der Zinsen in diesem Jahr und dann noch eine 0,25er Senkung. Das scheint inzwischen vom Tisch, weil man jenen Daten glaubt, die in sich so unglaubwürdig sind, dass sich schon die Balken biegen. Warum sind die unglaubwürdig? Diese US-Arbeitsmarktdaten waren deshalb stark, weil unfassbar viele Government-Jobs entstanden sein sollen. Also zum Beispiel Lehrer, die zu Schulbeginn eingestellt werden. 800.000 Stellen etwa sind in diesem Bereich geschaffen worden. Kann durchaus sein, dass da sehr, sehr viele Lehrer eingestellt werden. Nur das zweite Argument war, wir haben hier mal ein paar saisonale Anpassungen gemacht und diese saisonalen Anpassungen waren so derartig nach oben, dass diese Zahl dann entstanden ist. Nur normalerweise müsste man eben sagen, ja gut, wir haben sehr viele Lehrer eingestellt zu Schulbeginn, das müssen wir saisonal anpassen, weil es nicht zu erwarten ist, dass im November nochmal so viele Lehrer eingestellt werden, sondern eben nur zu Schulbeginn. Das zeigt so ein bisschen diese Probleme bei diesen Arbeitsmarktdaten, die wahrscheinlich natürlich dadurch so gut ausgefallen sind, weil die derzeitige Administration natürlich kein Interesse hat, den Leuten zu zeigen, dass die Arbeitsmarktsituation vielleicht doch nicht so toll ist, wie man jetzt behauptet. Aber schauen wir uns die Dinge mal an zu Wochenstart. Hier haben wir einen Artikel bei Axios, der sagt, ja, also auch diese Arbeitsmarktdaten, die wir jetzt am Freitag gesehen haben, werden wieder revidiert werden und das ist ja auch alles normal an sich, denn man sagt, okay, es gibt zum Beispiel große Firmen, die dann nicht rechtzeitig ihre Daten melden, das kommt dann bei der Revision letztendlich, dann wird das einberechnet, wenn eine solche große Firma irgendwelche Daten vorher nicht gemeldet hat und so weiter und so könne das alles sein, aber kein Wort ist hier die Rede eben von den Seasonal Adjustments und von der Unlogik, wie diese Seasonal Adjustments, diese saisonalen Anpassungen letztendlich gehandhabt werden. Und das genau ist der Trick der Administration. Du nimmst eine saisonale Anpassung, manipulierst die Daten damit nach oben, indem du dann auch noch irgendwelche Government Jobs wirklich schaffst oder angeblich schaffst, die du eigentlich seasonal adjusten müsstest, wenn du schon dieses Instrument nutzt, das aber nicht tust, sodass dann ganz tolle Zahlen letztendlich stehen bleiben. Und so sehen wir, dass die Arbeitsmarkt, die Zahl neuer Stellen, 254.000, deutlich über der Erwartung, glaube ich sogar deutlich über der höchsten Erwartung, die es von Analysten gab. Aber wir haben auch die größte nach oben Revision, Seasonal Adjustments in einem September seit 2 Jahrzehnten. Also da hat man schön an der Schraube gedreht. Seasonal Adjustment, das ist das, was auch mit diesem Burst-Death-Model passiert ist. Wir nehmen mal etwas an, wofür wir überhaupt keinen Grund haben, es anzunehmen, aber rechnen das mal mit ein, um es dann hinten raus vielleicht auch mal wieder rauszurechnen. Also sehr schwierig diese Zahlen, sehr problematische diese Zahlen. Hier sehen wir das Government Workers, massiver Anstieg, gab es nur einmal in Corona. Als eben dann die Lockdowns beendet waren, wurden natürlich wieder Leute eingestellt, aber außerhalb von Corona ist das noch nie passiert, was wir hier sehen. Biggest Jump on Record, was praktisch die Beschäftigung beim Staat betrifft. Also selbst wenn das der Fall ist, wäre das natürlich auch die Frage, kann sich dieser Staat das überhaupt noch leisten? Aber wahrscheinlich ist es nicht der Fall. Hier sehen wir mal, gibt ja diese zwei Umfragen, einmal das Establishment Survey und dann das Household Survey, das überwiegend noch mit Telefon durchgeführt wird, wo die Leute befragt werden, ja, wie schaut's aus bei dir, wie ist die Lage, während beim Establishment Survey eben die Firmen befragt werden. Und wir sehen, dass Private Workers, also neue Stellen praktisch für in der Privatwirtschaft, entweder negativ sind oder nur leicht positiv, während eben in beiden Umfragen die Government Workers massiv nach oben gegangen sind. Und Peter Berezin sagt hier zu Recht, okay,
Kann ja sein, dass 800.000 neue Lehrer eingestellt wurden. Nur, wenn dem so ist, dann müsst ihr genau solche Zahlen seasonal adjusten, sonst kannst du es gleich lassen, sonst macht diese ganze Kategorie von saisonalen Anpassungen keinen Sinn. Das ist in etwa so, als würdest du Weihnachtsmänner engagieren vor Weihnachten und dann stellst du 800.000 Weihnachtsmänner an in den USA, aber sagst nicht, dass sozusagen nicht in jedem Monat Weihnachten ist und lässt diese Zahl einfach so stehen. Und das ist natürlich nicht korrekt, das kann nicht korrekt sein, das kann nicht seriös sein. Dementsprechend sind diese Zahlen mal wieder wahrscheinlich nicht wirklich ernst zu nehmen. Würde man dann jetzt diese Government Jobs, also diese Stellen beim Staat, rausrechnen, dann hätten wir jetzt nicht eine Arbeitslosigkeit von 4,1%, die ja von 4,2 auf 4,1% gefallen ist, sondern einen Anstieg von 4,2 auf 4,5% und damit ein wahrscheinlich realistischeres Bild von der Lage, dass der Arbeitsmarkt sich durchaus abkühlt. Und das sehen wir auch. Challenger Job Cuts. Challenger, eine private Firma, die ermittelt, wie viele Stellen gestrichen werden. Und hier sehen wir, wir hatten im September 72.821. Das ist der dritte heftigste Entlassungs-September seit der Finanzkrise. Also wir sehen, da sind viele Jobs gestrichen worden. Das sind so Indikationen, dass möglicherweise mit diesen Zahlen etwas nicht stimmen kann. Wir sehen auch die Fulltime-Jobs, also die Vollzeitstellen. Die sind immer weiter Richtung Null gegangen, sind jetzt sogar negativ, auch wenn wir bei diesen Daten angeblich wieder einen leichten Anstieg bei den Fulltime-Jobs hatten. Bei den letzten Arbeitsmarktberichten waren die wiederum negativ. Und was vielleicht mit diesen Daten eigentlich passieren sollte, das sehen wir in diesem Tweet eines Kanals, der Kamala Harris sehr nahe steht, wo man sagt, ja, guckt mal, Fox News, die müssen direkt zugeben, dass die Statements von Trump, dass die Wirtschaft so schwach sei, praktische Fake News sind. Und ihr sollt das retweeten, dass die Amerikaner sehen, dass selbst Fox News die Biden-Harris Wirtschaftspolitik preist. Also da sieht man schon, was eigentlich wahrscheinlich dahinter steht. Die Regierung braucht jetzt vor, also kurz vor den Wahlen, natürlich gute Daten, muss suggerieren, alles super, alles suche, aber das ist natürlich wahrscheinlich nicht der Fall. Wir werden wahrscheinlich eben jetzt nochmal, im nächsten Monat nochmal schöne Arbeitsmarktdaten sehen vor der Wahl, bevor dann möglicherweise die Dinge sich ein bisschen anders darstellen, Revisionen kommen, die sich gewaschen haben werden. Und all das ist insbesondere besonders notwendig, weil Kamala Harris Probleme hat jetzt in den Umfragen. Dieses Momentum, das sie hatte bei ihrer Ernennung, das ist so ein bisschen weg. Sie scheint jetzt in diesen Battleground-Staaten, also in den Swing States, die knapp sind, da scheint sie zu verlieren, scheint gegenüber Trump zu verlieren, wie wir hier bei Polymarket sehen, einer Wetteplattform. Und einer der Hauptpunkte, warum das so ist, oder ein sehr wichtiger Punkt, ist der Umgang mit diesem Helene-Hurricane in den USA, der ja katastrophale Verwüstungen in einigen Bundesstaaten angerichtet hat und dann erstens die Biden-Administration sich vor Ort nicht hat blicken lassen, sondern Trump, das rechnen eben viele Leute dort an, und auf der anderen Seite dann eben Biden und Harris sehr spät erst dort aufschienen und dann Hilfen von $750 versprachen. Das ist Futter für die Republikaner, die sagen, seht ihr, den illegalen Einwanderern gebt ihr richtig Kohle und den Amerikanern nur $750. Das sind Dinge, die verfangen, das sind Dinge, die wirksam geworden sind, jenseits der Frage, wie man jeweils zu Harris oder zu Trump steht, aber das ist der Fall. Und so sehen wir, dass man eben umso dringender jetzt diese positiven Zahlen brauchte. Hier sind wir mal bei CNN, ja auch eher im Harris-Lager. Da hat man gefragt, ja, denken Sie, dass Amerika auf dem richtigen Weg ist? Und das sagen nur 28%. Dagegen sagen 42%, nein, Amerika ist nicht auf dem richtigen Weg. Und hier hat man gezeigt, dass durchschnittlich das Werte sind, mit denen man eigentlich eine Wahl verliert. Der Durchschnittswert bei der Regierungspartei, die dann eine Wahl verliert, liegt bei 25%. Jetzt wollen Harris und Wiles etwas mehr Medienpräsenz zeigen, auch angesichts der Vorwürfe der Republikaner, dass man sich da nicht blicken lässt. Und wir haben jetzt bei Saturday Night Live, dieser Comedy-Satire-Sendung, hier soll das Harris darstellen, die ein bisschen sehr viel Wein trinkt, wie man in den USA ja munkelt, dass die gute Kamala
so ein bisschen mit dem Alkohol vielleicht ein Problem haben könnte. Das zumindest wird immer wieder kolportiert. Jedenfalls sieht man eben, dass man sich schon ein bisschen lustig macht, auch eigentlich bei jenen Medien, die sonst Harris so ein bisschen wohlgesonnen sein müssten, also den Demokraten wohlgesonnen sein müssten. Und jetzt kommen wir mal zur Frage, was macht das alles mit den Märkten, vor allem mit den Zinsen? Hier sehen wir, dass die Zinserwartung jetzt schon deutlich gesunken ist. Man preist jetzt nur noch 25 Basispunkte ein für die November-Sitzung. Ist ja am 7. November, von vorher 33 Basispunkten. Also es sinkt an allen Fronten, auch für die nächsten Monate. Und Larry Summers, ehemaliger Finanzminister der USA, Mitglied der Demokraten, sagt ja, also diese Zinssenkung von 50 Basispunkten von einem halben Prozent, das war ein Fehler gewesen. Also jetzt erste Stimmen, die sagen, das war ein Fehler. Andere Stimmen wie Ed Yardeni, die sagen, es wird gar keine Zinsanhebung im November geben. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Gamechanger. Die Märkte am Freitag haben sich gesagt, die Aktienmärkte, ist ja toll, haben wir Soft Landing, No Landing, beste aller Welten. Aber jetzt ist eben die Frage, was passiert mit den steigenden Kapitalmarktzinsen? Geld wird teurer. Das ist genau das, was ja Liquidität normalerweise eher entzieht, wenn Geld teurer wird. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Hier sehen wir das nochmal. Man sieht jetzt, dass die Zinsen, erwartet jetzt, dass die Zinsen im nächsten Sommer etwa bei 3,5% stehen werden. Kürzlich, vor einer Woche, vor ein paar Tagen, war es noch 3,0%. Und wir sehen die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt im November die Zinsen um 0,5% senkt, sind 0,0%. Es gibt sogar eine kleine Wahrscheinlichkeit, die jetzt eingepreist wird, die jetzt gesehen wird, dass die Zinsen gar nicht sinken. Also man hat sich jetzt von den schnellen Zinssenkungen so ein Stück weit verabschiedet. Und all das hinterlässt Spuren an den Märkten. Wir sehen hier die zweijährige Anleiherendite, die besonders stark auf die Zinsentwicklung der Fed reagiert. Mit dem größten Anstieg seit Juni 2022, davor noch einmal ein anderes Extrembeispiel, Juni 2009. Also das war schon für die Anleihemärkte eine durchaus historische Woche. Steigender Renditen, wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleiherendite knapp bei 4%. Man kann also sagen, der Markt hat die Zinsen angehoben, die Fed nicht, die senkt die Zinsen. Und gleichzeitig sehen wir, dass ja unfassbar viel Schulden gemacht werden. Etwa 200 Milliarden Dollar durchschnittlich im letzten Monat. Eine Wirtschaft, die schlecht läuft, wenn solche Dimensionen an Geld gedruckt werden, an Schulden gemacht werden, die muss man wahrscheinlich erstmal finden. Naja gut, in sozialistischen Ländern könnte es die geben, aber sonst eher schwierig. Also, was würde passieren, wenn dieses massive Schuldenmachen aufhören würde? Dann könnte die ganze Geschichte ein bisschen anders aussehen. So oder so, die latent inflationären Kräfte sind wieder da. Wir haben jetzt auch den Anstieg des Ölpreises gesehen. Größter Anstieg seit dem März 2023. Natürlich auch in diesem Umfeld Israel, Iran, Nahe Osten. Wir sehen, dass die Stundenlöhne viel stärker gestiegen sind mit 0,4% und 4,0%. Das sind Daten, auf die man sich schon verlassen kann, weil hier eben keine Seasonal Adjustments, keine Burst Death Models am Start sind, sondern das sind Daten, die Firmen melden und sagen, okay, bei uns sind die Löhne so und so gestiegen. Also es ist nicht alles Schrott in diesen Daten, aber viel ist es eben Schrott. Und da vor allem ist Schrott stark vorhanden, wo man eben mit solchen windelweichen Kategorien wie Seasonal Adjustments, nach welchen Kriterien erfolgen die eigentlich, warum passiert das bei den Lehrern nicht, wenn da plötzlich so viele eingestellt werden, dass man sagt, ja gut, das rechnen wir jetzt mal auf 12 Monate runter und verteilen das auf das ganze Jahr, um da ein realistischeres Bild zu bekommen, aber genau da passiert es eben nicht und das macht die ganze Geschichte schwierig. Aber wie gesagt, am Freitag die Märkte, hurra, das ist doch das No-Landing, das wir uns immer erträumt und gewünscht haben. Wir sehen Greed jetzt bei 74, also fast schon extreme Gier, und jetzt beginnt ja bald die Berichtssaison und wir sehen, dass die Erwartungen, die Gewinnerwartungen immer weiter gefallen sind. Im Juli waren wir noch bei knapp 8%, jetzt sind wir unter 5%. Ah, jetzt wird die Latte also so schön gesenkt, dass man dann sagen kann, siehst du, wir sind über diese Latte gesprungen, wie toll ist diese Welt, meine Damen und Herren, das wird jetzt offenkundig schon vorbereitet, so wie in China. Vorbereitet wird die Pressekonferenz in der Nacht auf den morgigen Dienstag. Da hat man seitens des Politbüros nochmal angekündigt, man wird hier
vielleicht manches erklären oder sogar Neues verkünden. Das ist noch nicht ganz klar. Wir sehen, dass Hang Seng heute wieder hatte zulegen können, aber das ist natürlich einer der treibenden Faktoren auch zuletzt gewesen der Märkte. Insgesamt Kapitalflüsse verändern sich, Aktien aus China werden stark gekauft. Das gilt eher nicht für deutsche Aktien. Hier sehen wir mal Monsieur Abeck, der jetzt in dieser Woche seine Wachstumserwartung von vorher mageren plus 0,3% auf minus 0,2% nach unten revidieren wird. Und es ist gut ein Jahr her, dass uns der Scholzomat gigantische Wachstumsraten von über 8% versprochen hat. Das grüne Wirtschaftswunder, das ist jetzt ein bisschen schwächer ausgefallen, offenkundig. Wir haben heute die Auftragseingänge der deutschen Industrie, minus 5,8%, wieder ein richtiger Reinknaller. Und eines der Probleme ist, dass wir eben sehr, sehr viel Geld ausgeben für irgendwelche Sachen, die niemanden hierzulande etwas bringen, den Leuten hierzulande nichts bringen. Das ist auch der Vorwurf, übrigens, den die Republikaner den Demokraten machen. Ihr gibt es den anderen, aber den eigenen Leuten nicht. Und hier haben wir zum Beispiel das Bürgergeld. Da sind fast 50% aller Bürgergeldbezieher haben keinen deutschen Pass. Und jetzt sieht man, wie eben dieses Bürgergeld so stark angehoben wurde, dass man jetzt eine Prämie ausruft. Wer dann wieder anfängt zu arbeiten, bekommt 1000 Euro. Also da sehen wir, wie krass diese Dinge letztendlich aus dem Ruder gelaufen sind. Wir haben aber kein Geld für Schulen, wir haben kein Geld für die Bundeswehr. Die Polizei ist schlecht ausgestattet, wie Rainer Zittelmann hier sagt. Brücken stürzen ein. Und das, obwohl der Staat ja durchaus Geld hat, die Steuereinnahmen sind ja noch sehr gut, aber wir geben eben zu viel Geld aus für Dinge, die überhaupt nichts wirklich bringen oder den Leuten nichts bringen. Und so sind wir da auf einem sehr schwierigen Weg. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Jagd auf Rote Oktober. Der Oktober ist ja normalerweise schwierig, gerade in einem Wahljahr wird es diesmal auch so sein. Alles, was Sie dazu wissen müssen, hier in diesem Artikel gerne weiter empfehlen. Und die zwei